evolutionäre Entwicklung. Ich möchte euch noch am Schluss des wissenschaftlichen Teils, der ersten 10% der nächsten beiden Tage, möchte ich euch noch etwas über die Evolution erzählen. Auch unglaublich bedeutend, um eine Haltung zu kreieren, die euch die nächsten zwei Tage das Wissen förmlich auffressen lässt. Weil ihr plötzlich in der Lage seid, zu durchschauen und zu gestalten. Ihr wisst, warum das wirkt. Evolutionär, ich gehe mal 10.000 Jahre zurück. Ja? 10.000 Jahre. Was ist passiert seit dieser Zeit? Nicht nur, dass wir uns weiterentwickelt haben, sondern die Grenzen haben sich fast aufgelöst. Und zwar alle Grenzen. Nicht nur im innerbetrieblichen Handel und im innerstädtischen europäischen Wirtschaftsaustausch, ganz bewusst innerstädtisch, ja, sondern Revolutionen sind heute binnen Minuten zu organisieren durch das Internet. Glaubenssätze werden durch Kabel, durch Funkwellen, durch Zeitungen und durch Flugzeuge in alle Regionen, in den hintersten, vergessensten Winkel transportiert, können überall ihr Unwesen treiben. Selbst die Chinesen haben es bis zu dir geschafft, obwohl die wirklich weit, weit weg sind, auf 20-30% zu kommen. Fantastische Reichweite, Hebelwirkung, wow! Und die wissen noch nicht mal, dass du lebst. Das heißt, vor 10.000 Jahren wurde denn wie vertraut? Ich möchte damit mit der Frage beginnen. Ich möchte das Mikrofon mal hinter zu Carsten geben, ganz hinten zu Carsten, dass wir wie wurde vor 10.000 Jahren vertraut? Fang mal an zu spinnen. Waren so Typen, zwei, und die sind sich begegnet und gingen gemeinsam auf die Jagd. Zum ersten Mal. Ist übrigens immer das erste Mal, wenn man irgendwas gemeinsam tut. Ja? Also haben die sich irgendwie vertraut, verstanden, gemocht. Woran haben die das festgemacht? Hatten die auch unbestreitbare Wirklichkeiten? Die konnten noch nicht mal sprechen, vermutlich. Oder? So richtig. Die hatten Art Lautsprache. Wie haben die das gemacht, Carsten? Na, die hatten auch ähnliche Referenzwerte, die sie abgeglichen haben. Nennen wir mal ein, zwei, drei Referenzwerte, die sie abgeglichen haben. Ist der so muskulös gebaut wie ich? Erstens. Kann der so schnell rennen wie ich? Zweitens. Kann der mit einem Pfeil werfen? Stinkt der so wie ich? Stinkt der so wie ich, ja. Frisst er das rohe Fleisch genauso wie ich? Genau. Wohnt er so wie ich? Ja. Kleidet er sich so wie ich? Das waren damals die Referenzwerte. Wir haben gesagt, bilden wir ein Rudel. Und wir teilen sogar die Braut. Thomas, was hat sich denn seither geändert? Gehen wir mal 1000 Jahre zurück. Was ist der Unterschied, wenn wir mal in das Jahr 1000 nach Christus gehen, wie wurde da Vertrauen aufgebaut? Auch nur durch Geruch, durch Kleidung, durch Verhalten, durch Muskeln? Oder was hat sich geändert in der Zwischenzeit? Naja, da gab es dann, weiß ich was, andere Referenzwerte. Nenn mir ein paar. Der hat das gleiche schöne Gewand an wie ich. Der Na, wohnt in einem die Betonung Haus. Liegt auf schön. Was bedeutet denn schön, ja, wenn man es als Referenz akzeptieren möchte? Ja, ich denke jetzt mal so ans Mittelalter, Samt, da hatten sie Samt und Seide. Ja, sowas. Was bedeutet das? Er gehört zu einer Gruppe, die zu einer gehobeneren Schicht. Ja. Noch ein Beispiel. Ich weiß, dir brennt unter den Nägeln. Ja. Hast du was zum Löschen? Was war noch ein Referenzwert vor 1000 Jahren? Was entwickelte sich als einer der wichtigsten Referenzwerte, der bis heute noch Gültigkeit hat? Er hat vielleicht das Geschäftliche, der hatte Geld oder Gold. Geld oder und Gold. Edelsteine oder Edelsteine, irgendwas. Besitz. Besitz, ja. Die Art und die Menge. Ja. Und noch ein wichtiger Referenzwert. Bildung. Ich wollte gerade sagen, er kann mit anderen auch umgehen. Er kann mit anderen genauso reden, wie ich das könnte. Kasten bildeten sich, Parteien, ja, bildeten sich, Armeen, Clubs.
und diese Substantive lösten Rudel und Gruppen ab und Klicken. Peer Groups nennt man die heute oder Lobbys oder Organisationen. Jetzt kommt ein wichtiger Effekt, wenn wir in das Heute schauen. Gibt es denn viele Menschen, die sich Samt und Seide leisten können heute? Mehr als vor 1000 Jahren. Gibt es viele, die ein Auto fahren und Besitztümer angehäuft haben? Gibt es viele gebildete Menschen? Gibt es viele gut aussehende, gut situierte, gebildete Menschen? Ja. Viel mehr als früher. Und wie sehen die denn aus? Man kann sie gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Man sieht heute nicht mehr, wer kann mehrere Sprachen sprechen, wer hat Geld, wer kommt aus gutem Hause, weil selbst das manierliche Verhalten nimmt immer mehr ab. Das verwässert so im großen Mainstream der Coolness und der Trends, die sich immer mehr vermischen und andauernd wechseln. Oh, Anzüge, gutes Schuhwerk ist doch ersteigerbar. Das kriegst du bei 90 Euro bei Deichmann. Das sieht total lecker aus. Du kannst es wirklich nicht mehr sehen. Es sei denn, du bist ein Kenner und hast den unmittelbaren Vergleich und den tieferen Einblick. Anzüge kriegt man heute für 100 Euro maßgeschneidert irgendwo im Internet. Sieht aus wie 2000 Euro. Oh, man kann sich falsche Rolex-Uhren besorgen, die täuschend ähnlich aussehen. Man liest sich heute Reichtum und trägt ihn in Monatsraten ab. Aber wehe, du willst mich besuchen. Nee, wir treffen uns lieber in der Kneipe. Für den heutigen Menschen ist es gar nicht mehr so einfach zu entscheiden, wem vertraue ich, mit wem gehe ich auf die Jagd, mit wem teile ich mein Haus und mein Vermögen und meine Informationen und mit wem nicht. Wir sehen hier alle irgendwie gleich aus, weil Micha könnte ein Serienmörder sein, du ein Milliardär. Er noch reicher. Du könntest 3 Doktortitel haben, man sieht es dir gar nicht mehr an. Und auch dein Verhalten lässt nicht mehr die Rückschlüsse zu, die früher in eskaltierter, aristokratisch-bourgeoiser Sprache, nun, liebes Burgfräulein, haben Sie sich schon einen Kaffee zubereitet oder darf ich euch etwas bringen, meine Verehrteste? Das ist ja alles nicht mehr so, wie es mal war, weil selbst der intellektuelle Staat im Staat passt sich immer mehr den allgemeinen Trends an. Es gibt natürlich noch vereinzelt Merkmale, die besonders hervorstechen und es gibt noch sehr kontrastreiche Gruppen wie der Lions Club oder wie zum Beispiel ein ABCDE oder bla bla bla. Aber egal wie sie heißen, diese sogenannten Feinde sind nicht mehr genau zu erkennen. Wer zu meinem Stamm gehört, und wem ich vertrauen kann und wem nicht. Wem ich mein Herz ausschütte und Informationen liefere, wem besser nicht. Da kleidet sich der Bayern-Fan wie ich und dann denke ich in meiner Generalisierungswut, oh, der ist ein Bayern-Fan, da werde ich mal bei dem ein paar Informationen ablegen. So läuft es oft, dass die Menschen in die Falle tappen. Ja, und dann kommt der im guten Nadelstreifenanzug und bedient diese letzten Klischees, die ein Kunde gerne sucht, um sich irgendwie das Vertrauen zu erwirtschaften, was er gerne haben möchte, um auch hier ein gutes Resultat und ein gutes, sicheres Gefühl zu kreieren, damit er endlich das Produkt nehmen darf. Und das ist auch das, was viele Verkäufer tun. Sie bedienen die letzten verbleibenden, klaren Indikatoren, Erkennungsmerkmale, die uns noch einigermaßen vermeintlichen Aufschluss über die Zugehörigkeit, über die Wertewelt eines verkleideten Freundes oder Feindes liefern. Ich spreche Golf an, ja? Kleide mich so ein bisschen, bediene die Glaubenssätze, die letzten Merkmale, an denen ich mich erkennen lassen möchte. Oder dafür sorge, dass du mich zuordnest zu deiner Gruppe. Doch die meisten Achtung, jetzt für den Timecode, die evolutionäre Entwicklung des Systems
Vertrauen, dessen Entstehung und dessen Wirkung haben wir hier mit der